Guten Morgen, liebe Wohnmobilfreunde. Ich bin jetzt hier in Halle 16 bei Gattargo. Heute ist Händlertagung, der Freitag, ein Tag vor der offiziellen Messe. Und jetzt bei Gattargo gibt es bereits schon eine Einführung und Motivation-Minute. Die Leute werden hier ein bisschen auf die Messe vorbereitet. Und ein Team, das möchte ich euch jetzt vorstellen, das wäre das Team von Marion Caravaning. Ja, schönen guten Morgen. Ich möchte jetzt hier einmal das Messeteam von Marion Caravaning vorstellen, gerade hier an dem großen Karthago-Stand. Der hat 5000 Quadratmeter. Der ist so groß, dass man schon fast die Erdkrümmung erahnen kann. Und da denke ich mir, ist es ganz gut, wenn man ein bisschen Orientierungshilfe hat, wo sind von Marion Caravaning die einzelnen Leute positioniert. Gleich nebenan in Halle 15 haben wir natürlich noch die Malibu Vans. Und da beginne ich jetzt einfach mal mit. Da haben wir ganz neu im Team meinen Sohn, den Marco Marein. Er ist großer Kastenwagen-Fan, begeisterter Kastenfahrer, Bewohner, noch Nichtfahrer. Da fehlt ihm noch was zu. Ansonsten die Begeisterung teilt er schon mit dem Vater. Den stelle ich gleich nochmal separat vor. Dann der Jens van Dalen, der auch nebenan bei den Kastenwägen zu Hause ist und auch schon seit vielen Jahren die Kastenwägen betreut. Dann haben wir den Helmut Jakob, der schon viele, viele Jahre selber Reisemobilist ist. Der macht Malibu Reisemobil. Und hier in der Karthago-Halle, da haben wir natürlich ein bisschen aufgeteilt in den einzelnen Divisionen. Da haben wir einmal die Eliane Hoffmann, die in der Klasse bis 3,5 Tonnen zu Hause ist, also klassisch Kompaktline und C-Tourer. Ja, dann natürlich die Yvonne Nussbaum, die bei uns auch als Stammverkäuferin in Aldenhofen eingesetzt ist. Die ist natürlich schon bei vielen, vielen Leuten bekannt. Die macht natürlich den Bestseller, den C-Line, als teilintegrierten und vollintegrierten. Die ist in dieser Abteilung dann zu finden. Dann haben wir natürlich noch den Peter Feige, der sich sehr gut auch in den Fahrzeugen im oberen Segment aufhält. Der betreut hier heute die XL-Grundrisse, also klassisch C-Line XL wie auch die E-Line XL-Grundrisse. Und last but not least, meine Wenigkeit, ich befinde mich hier rund um den Liner Fortwo, E-Line und S+, also genau hier in diesem Mittelfeld. Und von daher, wir freuen uns auf viele interessante Gespräche und viele Besucher. Also, in diesem Sinne, wir sehen uns! Ja, liebe Messebesucher, und damit Sie sich auf dem wahnsinnig großen Karthago-Stand hier zurechtfinden, habe ich hier gerade mal schnell den Standplan ausgebreitet und vielleicht kann der Markus mal seine Kamera darauf halten. Wir befinden uns hier gerade am DNA-Center, was genau hier im Durchgang von den beiden Hallen ist. Wir haben dann hier in dem Bereich haben wir die Kompaktklasse, also C-Kompaktline, C-Tourer, das befindet sich hier in dem Bereich. Direkt daneben bzw. gegenüber vom DNA-Center. Die C-Lines sind hier aufgestellt, hier die beiden teilintegrierten Fahrzeuge. Hier im oberen Bereich an der Wand lang sind die XL-Grundrisse, also C-Line und E-Line, bis hier oben hin in diesen Winkel hinein. Und hier in der Mitte, da ist natürlich der Liner Fortwo gleich mit drei Fahrzeugen vertreten, damit eben der Ansturm nicht ganz so groß wird, dass sich das ein wenig verteilt. Auch hier haben wir alle Grundrisse und auch alle Chassis da, die man zeigen kann. Und eben hier E-Line und S+. Ja, liebe Messebesucher, ich wünsche euch viel Spaß. Wir werden ihn auf jeden Fall haben. Wir freuen uns auf viele interessante Gespräche. Und wie schon gesagt, wir freuen uns. Tschüss.